Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon World Next Order. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Woodmon bekommen und wir wollten ein bisschen Fleisch farmen bzw. Siege farmen gehen, damit unser Mach-Gaugamon ein bisschen zu Mirage-Gaugamon wird, damit wir endlich mal ein Mega-Digimon haben. Und, naja, wie schon vielleicht links zu erkennen ist, es ist Freitag und, ja gut, links sieht man nicht, dass Freitag ist, aber ihr wisst, was ich meine. Wir machen das alles natürlich wieder live. Wie versprochen, wie angeordnet ist auch schön. Und ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich halte es kaum aus, so lange zu warten, bis ich es endlich wieder spielen darf. Es ist eine sehr, sehr lange Zeit, wie ich das nicht spielen darf, muss ich sagen. Ich hoffe einfach mal, dass sich das auch alles wieder jetzt fängt, auch internetmäßig. Und was wir jetzt als allererstes machen ist, was macht Woodmon denn da? Woodmon? Nach vorne gucken. Und nicht in dich rein. Er studiert seinen Körper, ist schön. Aber wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, die Siege für Mach-Gaugamon zu bekommen, weil ich will endlich ein Mega-Digimon haben. Es ist nun mal so, ich will endlich ein Mega-Digimon haben. Und irgendwie ist mir das alles zu laut. So, jetzt sollte es hoffentlich... ja. Schön. Jetzt sollte es hoffentlich... Oh, das ist schon mal gut. Jetzt sollte es hoffentlich wieder passen. Loben. Ja, habt ihr super gemacht. So, bitte irgendwas für Mach-Gaugamon. Gankomon, ja. Okugamon. Ach man, Okugamon ist mir auch vollkommen egal. Das ist auch wieder so ein Digimon, was man nicht haben will. Vermute ich mal. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Okugamon gut ist. Das ist aber sowas... Ein Goblimon nur größer. Das ist halt... Wieso, er trägt doch auch eine Sonnenbrille. Ich hab doch noch gar nicht gedrückt. Wieso, er trägt eine Sonnenbrille? Oder nicht? Was soll es sonst sein? Kann nur eine Sonnenbrille... Alter, wirklich essen? Ja, na gut. Er ist halt nur mal ein cooler Checker. Oder er hat einen Kater, je nachdem. So. Wir müssen auf Gaugamon ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu fett wird. Weil er hat ja einen kleinen Fettleibigkeitsding. Wir müssen ihn auf 49 oder darunter bringen. Also immer schön mit Digi-Pilzen füttern. Aber du bekommst Fleisch. Du musst dick und groß und fett werden. Fett wie... Was? Zu voll? Na, na denn. Musst du halt nicht dick und groß und fett werden. Könnten wir auch eigentlich mal da oben rechts den Großen besiegen, ne? Aber vor denen habe ich auch immer noch Angst. Den hätten wir besiegen sollen, als wir noch Metall Greymon hatten. So, Goblimon. Aber vielleicht mit unseren Mega-Digimon, dann hauen wir da richtig weg. Bumm. Oh. Ich weiß, das ist jetzt alles nichts Spannendes, Aufregendes, Neues... Und was weiß ich was, aber es ist notwendig dafür, dass wir wirklich unser allererstes Mega-Digimon bekommen. Damit er auch länger lebt und damit er auch stärker ist und damit auch alles einfach Bombe wird. Okay. Und am einfachsten gehen nun mal die Goblimons, weil die, naja, One-Hit. Die sind halt nun mal One-Hit, geben Fleisch und Heilungsdisken und alles und ja. So, Hallöchen an alle, die noch dazugekommen sind, wie Marek und Black Mysterio. Guten Tag, guten Abend, guten... Ja, Nacht noch nicht ganz. Ach ja, und es kann sein, ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass wir heute bis 22 Uhr livestreamen, weil es mir ziemlich schwer fällt. Einfach anzufangen und nur eine Stunde zu spielen und dann wieder aufzuhören. Das hat man vielleicht daran gemerkt, dass die Folgen, glaube ich, 30 Minuten gingen. Das ist halt ein bisschen... Ja, das will ja auch keiner, dass die Folgen jetzt 30 Minuten gehen. Deswegen... Ich guck mal, ob wir heute vielleicht bis 22 Uhr machen. Yay, er digitiert! Er digitiert! Er digitiert! Alter, er digitiert! Yeah, geil! Schön! Yay! Yay! Oh mein Gott, geil! Yay! Oh, geil! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe dich. Oh, schön. Oh, ist das geil.
Sehr geil. Ich freue mich hier gerade wie ein Schnitzel. Ach Gott, ist das geil. Alter, geil. Alter, ich komme nicht. Sorry, ich freue mich gerade einfach nur mega. Ah, geil, wir haben Mirage Gao Gamon, geil. Schön, unser erstes Mega. Nice. Ist das nicht mega? Nice. Oh mein Gott, ist das geil. Ich kann nicht mehr, ist das geil. Ich freue mich. Oh mein Gott, ich freue mich gerade wirklich einfach nur übelst doll. Geil. Oh, schön. Oh. Cool. Oh, er wird jetzt so gar nichts mehr. Naja, egal. Haben wir eigentlich schon irgendwas Neues? Nö. Boah, irgendwas. Ah, oh, geil. Okay, wir kümmern uns... Ich freue mich einfach nur. Wir kümmern uns jetzt um Woodmon, der wir keine Ahnung haben. Alter, wir haben wirklich... Alter, ich freue mich einfach nur mega. Schön, endlich haben wir... Alter, endlich. Ich weiß einfach nicht, was Woodmon macht beim Laufen. Guckt er sich in den Schritt oder was macht er da? Was ist Woodmon denn für einer? Was? Cherrymon? Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch Cherrymon noch gar nicht drin. Wir kämpfen trotzdem nochmal gegen den. Oh mein Gott, ich freue mich gerade einfach nur tierisch. Nice and calm. Können wir ja uns doch wirklich langsam mal auf den Weg machen nach Taromon, wa? Ah, ist das geil. So, nehmen wir noch die riesen Erdbeere mit. Ah, ist das schön. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt. Geil. Okay, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Stadt und dann gucken wir mal. Denn. Was wollte ich denn jetzt? Ich bin noch völlig fertig davon. Ich muss mit Tränen wegwischen. Das ist so traurig. So freudig traurig. Keine Ahnung. Alter, nimm doch mal dein Cape aus. Alter, ich mag den jetzt nicht mehr. Der hat ständig sein Cape bei mir drinne. Also im Bildschirm. Der verbraucht den ganzen Bildschirm. Was ist denn da los? Dabei ist er noch nicht mal ein riesen Digimon. So. Ah, ist das schön. So, dann würde ich jetzt mal sagen, für den Rest des Tages gehen wir nochmal ganz kurz trainieren, damit Woodmon nicht sich ständig in den Schritt guckt, weil das ist ja wirklich ein bisschen unangenehm. Ich weiß aber auch nicht, was ein Woodmon werden will. Was will denn ein Woodmon werden? Also, wenn es Marmelmon wird, dann braucht er vielleicht noch Stärke. Ich weiß nicht. Zu Okuwagamon. Können wir auch noch ein bisschen Weisheit mit reinklopfen. Oh, die ist müde? Was? Jetzt schon müde? Ihr stellt euch auch an. Okay, müde. Also Bubu machen erstmal. Oh, Torte. Ja, ich will auch Torte. Alter, Torte wäre jetzt genau das Richtige. Torten wären jetzt genau das Richtige. So. Du bekommst weiter das. Und dir mache ich noch ein bisschen davon. Machen wir wenigstens noch ein bisschen. Dann versuchen wir ihn ein bisschen auszugleichen. Ready? Schon wieder essen. Na gut, ist ja kein Problem. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Fleisch. Das schwarze Kuwagamon. Ja, ich habe leider noch gar keine Daten dazu. Hört sich Mirage Gao Gamon irgendwie metallisch an? Ist das ein Metall-Digimon? Ja, es hört sich ein bisschen metallisch an. Schön, warum nicht? Ready? Geh nochmal wieder. Oh, 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 oh. Ja, der hört sich sehr Bombe an. So, einmal ganz kurz raus. Vielleicht haben wir Trainingsding. Nein? Schade. Na gut, ausruhen. Und dann können wir gleich morgen... Ja, ich weiß nicht, wir können eigentlich schon gleich loslegen, oder? Was, wer muss... Seit wann muss ein Baum eigentlich kacken? Ganz ehrlich, das ist ein Baum. Was legt er denn? Äste? Take this seriously. So, ein bisschen TP. Kriegen wir noch ein bisschen TP dazu. Jetzt will er schlafen. Bevor wir schlafen, gucken wir nochmal raus. Vielleicht wollen die gelobt werden. Nein. Schade. Na gut.
im Trainingsraum schlafen, das kennt ihr ja. Deswegen machen wir jetzt Google. Sleep tight. Good night, sleep tight. Da hängt eine Kralle. Sehr schön. Over here. Natürlich gleich wieder essen. Wie sich das gehört, erstmal zum Frühstück ein fetten Stück Brocken Fleisch hier. Genau so. Eat up. So, sehr schön. Eine Runde gehen. Komm, eine Runde TP können wir noch durchziehen. Damit das noch ein bisschen mehr... Ich meine, Stärke hat er jetzt ja schon recht viel. So. Jetzt muss er nochmal kacken. Jetzt hat er 6000. Also der muss jetzt eigentlich... Eigentlich geht es ihm noch ganz gut, oder? Nein, ich möchte nichts. Nein. Ja, ja, ich weiß. Danke. Alright. Ready? So, noch einmal Geschwindigkeit und dann ist gut. Dann ist wirklich gut. Dann gehen wir raus und in der Hoffnung, dass der nochmal sagt, hey, ich hätte gern das und das. Einmal loben. Mann, ich will meinen Digimon loben. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Mega- und einen Champion-Digimon. Das ist jetzt auch nicht gerade... Ja, ich weiß nicht, ist nicht gerade sehr Bombe. Medizin, Heilungsdisk, MP-Disk. Ja, Mann. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Futtmann, was machst du eigentlich? Hallo, Fabri. So, wir könnten... Lohnt sich es, Serverwüste... Boah, 3000, Alter, nee. Dafür ist mir das Geld zu... Aber der Logikvulkan ist schon ziemlich weit weg, ne? Oh, aber dafür ist mir beinahe das Geld zu schade. Naja, gut, einmal für Taomon. Einmal für Taomon machen wir das. Ja. Damit wir gleich Taomon haben. Dafür machen wir das jetzt. Genau dafür. Weil wir müssen mit Taomon reden. Wir müssen ja sagen, dass da aus dem bösen Saat eine böse Blume geworden ist. Und ja. Mehr müssen wir eigentlich nicht mehr sagen. Wo müssen wir lang? So, Serverwüste? Nö. Müllberg? Nö. Wo war das denn? Zum Torweg war das, ne? Sind wir nicht jemals schon mal in diese Richtung gegangen? Hey, gehen. Ich weiß nicht, wie er läuft. Was ist los mit Woodmon? Ich weiß nicht, was er will von mir. Kamerasteuerung. Ich nehme mit mir an, Meteormon. Ich habe einen Mega-Digimon. Kämpfe gegen Digimon sind wichtig, weil das zur Digitation da... dargestellt wird. Zorro. Die brauchen halt, manche Digimons brauchen zur Digitation halt, dass sie, so wie jetzt Machgaogamon brauchte 45 Siege, also 45 Kämpfe gegen Digimons, damit er digitiert. Also musste man das machen. Es zählt einfach als weiteres Digitationskriterium. Ich hab doch Angst. Ich bin doch feige. Ah. Okay. Sehr männlich. Ich hoffe, die kriegen wir platt, aber eigentlich schon, oder? Ich meine, wir haben Woodmon, der aufs Maul bekommt, aber... Naja, gut, das kriegen wir auch hin. Sehr schön. Der ist schon mal weg. Huch, wir sind ja beide schon weg. Alter, sind wir stark. Schön, wir sind stark. Und ich bin weggelaufen. Hey, cool. Loben. Nice going. Mamemon, Gewicht. Oh, das ist schon mal gut zu wissen. Gucken wir mal ganz kurz. Ich weiß, Okugamon, aber Gewicht. Oh, weniger als 20. Und er wiegt derzeit... Ich würde es gar nicht wissen. So, er wiegt derzeit 28. Ja gut, dann füttern wir ihn ein bisschen mit Zeug rein. Ach komm, wenn wir schon mal da sind, können wir auch den platt machen.
Hallöchen, right. Iris. Komm, die kriegen wir doch. You did it. Ist ja easy. Fettes Training ist es nicht gerade, aber trotzdem. Nur aus Prinzip machen wir das natürlich. Geht's hier schon weiter? Hier war Birdramon, ne? Ja, hier war, glaube ich, Birdramon. Wir gucken natürlich lieber nochmal nach. Ja, Torweg. Hallo, Roxa. Ja, danke. Ich freue mich total. Gerade erst digitiert. Yay. Endlich ein Mega-Digimon. Oh, das ist so ein schönes Erfolgsgefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Als ob ich einen Oscar gewonnen hätte. Dabei ist es ein Mirage Gaugamon. So, müssen wir nicht salzige Nüsse oder so suchen? Ja, ich kann. Okay, ich kann keine Pflichtennüsse mitnehmen. Jojo, Wir machen erstmal hier. Vielleicht finden wir hier ein bisschen seltenes Material. Das müssen wir ja eigentlich auch. Was macht denn der Goblimon-Verschnitt da hinten? Wo müssen wir eigentlich lang? Nach Feuerland, ne? Ne, Taromons Meditationsplatz wäre vielleicht das Intelligenteste. Stimmt, wir sind über die Brücken gegangen. Jetzt entsinne ich mich. Stimmt. So, wir könnten die da hinten natürlich fertig machen, aber... Jo. Jetzt wollen wir erstmal sehen, was Taromon uns erzählt. Ich muss unbedingt Woodmon... Ach, sie ist auch schon da. Wer ist da? Wer ist denn da? Ah, da. Da ist wer. Ich weiß nicht, ob rotes Material irgendwie selteneres Material hergibt oder so. Oh, was haben wir denn da? Eine dunkle Orange. Können aber nicht mehr tragen. Ich hätte eindeutig noch was weglegen sollen. Wir haben zu viel Zeug dabei. Warum haben wir eigentlich immer so viel Zeug dabei? So, hier, das. Kann weg. Ich will wissen, was das hier macht. Oder was das ist. Mein gut, ich weiß, das ist eine, ne? Was, ist hier noch jemand? Also, bis auf Taromon. Ihr wollt mir ja nicht erzählen, dass ich Taromon. You're back. So tell me, what became of the illegal seed? Geister Taromon erzählt, dass daraus eine illegale Blume geworden ist, die schwarz ist, aber ich möchte jetzt keinen Einwanderungswitz machen. I see. It grew into a flower. That's what we said. Does this mean that you'll help us now? Otherwise, we're going to drag you back with us if we have to. I really didn't want it to come to this, but I'm going to have to speak with that old fossil. Old fossil? You mean Gigimon? Well, I haven't used this in a while, but here we go. Whoa! What's going on? It's a space portal. Natürlich. If I had been to a place before, I can enter the coordinates and open a door that goes straight there. It takes a lot of strength, though, so I can't do it too often. Where does it go? That stuck-up bearded geezer's place. Den Weg hättest du auch laufen können. Stuck-up? He means Gigimon, right? That means it goes to Flotia. Does Taromon hate Gigimon? Well, he seems to like criticizing him. There's no point in overthinking this. Come on, Rika. See you there. Dürfen wir auch durch das Portal? Oh, wir gehen auch durch das Portal, glaube ich. Nein, wir gehen doch nicht durch das Portal. Okay, wir können aber gleich durch das Portal gehen. Aber erstmal haben wir natürlich wieder eine Digi-Mail bekommen. Zurück in der Stadt. Hat mich echt aus den Socken gehauen, dass Taromon zurück ist. Jetzt können wir den Maschinendramon-Detektor bauen. Ich muss etwas mit dir besprechen. Komm mal kurz nach Hause. Ja. Ja, da.